So, also wir wollen den Joghurt suchen. Also ja, das ist nicht Original-Joghurt. Oder Copy-Joghurt, wie auch immer, den allerersten, den wir getroffen haben. Das sind ja immer verschiedene Goblins. Aber ja, einen von denen wollen wir jetzt wiederfinden und dem das Buch in die Hand drücken. Das inzwischen leer ist. Also gucken wir erstmal in das untere Gate. Das wäre hier. Hier ist irgendwo noch ein Weg hierhin. Die offensichtlichen Sachen hatte ich eigentlich schon mal gecheckt. Das heißt, bevor wir jetzt Joghurt suchen, mach ich das. Und ja, ich bin mir bewusst, dass ich recht häufig von meinen Zielen ablenke. Aber ich weiß, wenn ich das jetzt nicht probiere, dann werde ich das nur machen, wenn ich durch Zufall wieder drüber stolper. Also, Leitern checken. Du führst runter, du führst hoch, du führst hoch, du führst da runter, du führst da hin. Nee. Also muss irgendwo von den begrenzt... Weg da. Von den begrenzt wenigen Wänden, wo kein Dingens ist, den Weg dahin führen. Also wahrscheinlich da hinten. Ja, der Bogen macht richtig gut Schaden. Unvergiftet Giftpflanzen. Was auch nicht schlecht ist. Bing. Bing. Vergiftest du auch sowas? Ach, das war zu schräg. Fall runter. Bing. Oh, one hit die. Okay. Wo ist das andere Ding hin? Da bist du. Okay. Nix. Nix. Ist hier irgendwo eine Leiter hinterm Baum versteckt oder so? Ah. Da. Gärten. Fütternde, fleischfressende Pflanzen verboten. Sehr komisch. Gibt es vielleicht irgendeinen Erfolg, der das da freischaltet oder so? Hier unten geht es auch ganz runter die nächste Ebene, ne? Ja. Das ist komisch. Das ist so ein Stück normales Loch. Gegengehauen, 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 gegengehauen. Und von oben runterfallen? Kann man da nicht, weil da eine Decke ist. Oh, warte mal, ich habe eine richtig gute Idee. Das wäre genial, wenn das klappen würde. Da ging es schon mal nicht. Aber hier geht es leider auch nicht. Schade. Ich dachte, man könnte vielleicht an den Efeu ranspringen und wie an der Leiter hochklettern. Aber ist nicht. Da auch nicht, nee. Vielleicht irgendwas wegbrennen? Nee. Na gut, dann halt nicht. Gehen wir eine Etage runter und links und suchen weiter unseren Möchtegern-Joghurt. Nicht dich. Auch wenn du ebenfalls ein Möchtegern-Joghurt bist. Hier ist nichts Neues, okay. So, du stirbst bitte. Du machst nämlich garstiges Gift. Bing. Bing. So, du stirbst am Gift. Währenddessen können wir die Fässer kaputt machen. Haha, ich habe einen Dieb erwischt. Nur leider hat diesen Teleport-Gegenstand, glaube ich, nicht gedroppt. Obwohl, warte mal, wir können jetzt erstmal alle Pflanzen hier umbringen. Dann müssten wir recht viele Sachen auf dem Boden liegen. Und dann hoffen wir einfach mal, dass nochmal... Oh, nicht dieses komische Drift. Geh weg. Na, jetzt kriege ich das irre langsam. Ach, okay. Schwert und weg. Gift verlangsamen. Super, ja, ja, ist okay. Aus der Giftwolke raus. Während ich den Gifttrank, den Gegengifttrank im Inventar gesucht habe, sofort nochmal gebissen.
Regenerationstrank. So, da oben kommt noch so ein Facehugger. Drehst du um oder krabbelst du runter? Ah! Geh weg, du garstiges Ding. So, dreimal vergiftet. Nö. So, alles wieder gut. So, da rein. Unteres Tor, zurück zu den Gärten. Und kein Respawn, sehr schön. Und jetzt einfach nur nach unten. Dann sind hoffentlich die Krabbelviecher tot. Oh, nochmal nach unten. War das hier gerade? Ja, war es. Und die ganzen Gegenstände sind weg. Schade. So. Ja, stimmt, hier war eine Kleinigkeit. Ich hatte hier mal nach einem Weg nach oben gesucht und habe dann dezent die Leiter da oben übersehen. Auch wenn die Leiter nicht besonders viel Sinn macht, denn sie führt direkt auf einen Holzblock. Aber ja, das können wir gleich mal testen. Erstmal alle weg. Hör auf auszuweichen, du doofe Ninja-Biene. So, ich hätte gerne die Facehugger noch weg, weil die einfach nerven. So. Oh, das war ein schöner Treffer. Okay, einsacken. Guck, dass hier in die Richtung gelaufen ist. So, weg mit dir, du Wolke. Wir wollen da hoch. Oh, was war das denn für ein Glitch? Kurz hier reingucken, ob der Joghurt hier ist. Ne, hier ist nur ein Kessel. Und lauter Sachen, die wir nicht wirklich brauchen. Und da sind die. Okay. Ja, wird echt Zeit, dass wir die mal wieder ausplündern. Mache ich das einfach mal. Wir schmeißen jetzt ganz viel Grütze auf den Boden. Ablegen. Ablegen. So. Stellen uns jetzt hier hin, wo sie uns ja nicht sehen dürften. Wähle den Bogen aus und warte. Und wenn irgendwas spawnt, springe ich einfach runter und schieße wie wild nach rechts und links. Wobei, was ist eigentlich schneller, Bogen oder Feuerdingens? Nee, nicht Speer. Das dauert ganz schön lang. Ist auch nicht viel schneller. Das dauert noch viel länger. Irgendwie spawnen die nicht. Tür. Lauern. Vielleicht zählen Zauberstäbe auch nicht. Na gut. Bringen wir jetzt mal das Ding hier oben. Ja, da können wir echt hoch. Oh, das ist doof. Lux. Okay, wir brauchen mehr Zeug zum Ablegen. Können wir Gold ablegen? Nee, ne? Eine Puppe auf dem Boden. Und davon welche. So, hier dürfen wir uns auf keinen Fall sehen. Und der eine... Hoch mit euch. Nichts Neues. Okay. Warten. 21, 22, 23. Piu. Warum hast du ein Schwert gedroppt? Hier lag kein Schwert. Breiter Dolch. Okay. 21,
22. Das da könnte ein Teleporter-Dienst gewesen sein. Nee, Auge des Satyr. Okay, was schmeißen wir jetzt mal? Bestimmte Menge ablegen. 1. Bestimmte Menge ablegen. 1. Und ablegen. Also da unten im Raum geht das echt gut. Aber die Pfeile schießen nicht schnell genug. Und teilweise halten die sogar einen ganzen Treffer aus, was nicht so schön ist. Also 21, 22, 3. Das schaut gut aus. Komm, gib ihm. Da ist die Schriftrolle. Ich hoffe nur... Ach, es wäre sehr ärgerlich, wenn jemand die Schriftrolle stehlen würde, die gerade gedroppt wurde. So, alles mit, alles mit, alles mit. Wo bist du? Da bist du. So. Also, erstmal den Ramsch da unten einsammeln. Frostbolzen, Münzen, giftige Stachel, Stachel, Saphire, das sind meine, die ich eben gelegt habe, Bolzen, blaue Essenz, richtig viel grüne Essenz und Schleim. Okay. Sonst war hier nichts, ne? Das ist irgendwie komisch, weil es sind immer nur die Sachen da, die sie gestohlen haben und nichts extra. Hier noch irgendwas anklicken? Nö. Aus dem Fenster raus. In Löchern. Nö, hier ist echt nichts. Also ist dieser Raum nur dafür da, die von einem selbst gestohlenen Sachen zurückzuholen. Okay. Aber hätten wir das auch mal wieder gemacht. So, hops. Jetzt wieder in das untere Tor. Wieder dahin zurück, wo wir eben gerade waren. Und diesmal die Leiter hoch. Die haben wir jetzt lange noch ignoriert. Auch wenn das dann ja ein ganz neuer Bereich ist und nicht das, was wir eigentlich machen wollten, nämlich zu dem Joghurt-Typen. Aber das ignoriere ich jetzt einfach mal und versuche später irgendwie dran zu denken. Genau, kein Respawn, sehr schön. Hops. Hops, hops. So. Ich sollte meine Fröschli wieder beleben. Jetzt könnte das hier echt schmerzhaft, um nicht zu sagen, sehr nervig werden. Shift 1 speichern. Mhm. Shift 2 Zoran. Und die beschwingen. Kaufen diverse Gegenstände. Funke des Lebens. 1, 2, 3. So. Dann hätte ich jetzt gerne meinen Fröschli wieder. Wiederbeleben. Und er wurde auch gleich ausgepackt. Okay. Jetzt wieder Shift 1. Und zurück zu dem Ganzen. Da rein, da rein, da rein. Und ich muss jetzt diesmal viel besser auf seine Lebenspunkte achten. Wobei ich das schwer finde, weil ich ja schon so auf recht viele Sachen achten muss. Also jetzt nicht beim Spiel, sondern auch für die Aufnahmen und so. Nebenbei noch quatschen, das ist alles ein bisschen viel. Die Lebenspunkte von so einem kleinen grünen Knubbel sind da eben nicht so hoch auf der Prioritätenliste. Aber ja, bestes Versuch und so. Ich muss ja eigentlich nur 7 drücken. Ist er weg. Ist wieder da. Ist ja instant. Müsste machbar sein. So. Gucken wir einfach mal. Wir lassen ihn ganz kurz regenerieren, dass er ein paar von den Bienen auf einmal wegputzen kann. Worauf könnten wir noch gerade achten? Blaue Essenzen haben wir nicht mehr so viele. Also einfrieren könnte bald ein Problem werden. Und dann können wir immer noch unseren Eisknubbel wiederbeleben. Auch wenn das wieder 100 Goldmünzen sind.
Pfeile, 59 sind okay, selbst für den Bosskampf. Ich würde noch gerne rausfinden, wie man Stäbe wieder auflädt. Weil der Feuerballstab, der war echt... Wow. So, hochklettern. So, sehr schön. Oh, das machst du auch. Okay, bist echt praktisch. So, dich hier immer noch gerne. Da müssten wir auch gleich mit den ganzen Pflanzen durch sein. Komm, Fröschli. Genau. Ja. Warum hat der uns da erwischt? Auf der Leiter. Nee, den nehmen wir nicht. Wir nehmen mal die hier. Achso, ihn wegschicken. Ah, da wären wir schon fast wieder gestorben. So, hast du jetzt noch Gift? Nee, okay. So, kaputt, kaputt, kaputt. Heiltränke, Heiltränke, Heiltränke. Oh, ein blaues Breitschwert. Unser macht 126 und gegen Ungeziefer gut. 130 und zusätzlicher Feuerschaden. Ausrüsten. Und auch gleich mal hier austauschen. Und dann kannst du nach unten, nach da und du Schnelltaste 1. Und du wirst weggetackert. Tacker, tacker, tacker. Stirb an Gift, Öko-Ding.